Hallo, hier ist Tim. Herzlich willkommen zu diesem Django-Kurs, wo ich selber eigentlich auch lerne. Aber ich werde einfach mal sehen, ob ich durchkomme. Und vielleicht könnt ihr mit mir lernen und dabei auch noch Spaß haben. Okay, also hier ist die Django-Webseite. Ich muss sie selber auch lesen. Ich habe selber mit Django noch nicht so viel Erfahrung, also mit einer alten Version vielleicht, aber nicht mit der neuesten Version. Und ja, werden wir doch mal sehen, wie wir weiterkommen. Also normalerweise, also dies ist jetzt eine Ubuntu virtuelle Maschine, wo ich Ubuntu frisch drauf installiert habe. Also das ist 16.04. Das kann man sehen, indem man, also welche Version das ist, indem man diese Datei ausgibt, etc issue. Da habt ihr sie. Ich werde auch versuchen, also von diesem, ich habe einen Snapshot gemacht. Ich werde versuchen, von diesem Snapshot diese virtuelle Maschine hochzuladen, so dass man genau folgen kann, was passiert. Also, hier ist noch nichts installiert. Alles, was installiert ist, ist das Basissystem, also eine Desktop-Version von Ubuntu, und die virtuellen Maschinenintegrationen, also die Mausintegration und so weiter. Ich nehme das Ganze auf mit Simple Screen Recorder unter Ubuntu auch. Also es ist eine virtuelle Maschine in Ubuntu, die selber Ubuntu auch ist. Also, was ich vor kurzem gelernt habe über Python, ist, dass der beste Weg, das zu installieren, ist etwas, das heißt Conda. Deswegen gucke ich doch jetzt einfach mal nach Conda und dann Ubuntu. Miniconda, ich glaube, Miniconda war das. Gehe ich da mal hin. Und wir haben Python 3, also nehmen wir doch mal den Installer hier. Den 64-Bit-Installer. Den muss ich jetzt runterladen. Das kann ein bisschen dauern. So, jetzt haben wir ihn runtergeladen. Das Install-Skript. Da klicke ich jetzt nicht drauf, weil das ist eine runtergeladene Datei. Die muss ich hier ausführen. Also am einfachsten geht das, indem man einfach Bash benutzt. Das ist die einzige Datei. Es hilft auch immer, das zu lesen, was da steht. Das installiert jetzt ein Python-Environment, was die Installation von Python Packages vereinfacht. So, jetzt müsste das installiert sein. Dann müssen wir doch erstmal gucken, wie get started. Was jetzt install? Also bevor man irgendwas machen kann, muss man natürlich installieren. Python haben wir jetzt schon da. Müsste schon da sein. Das ist, oh, das ist Python 2. Ah. Was steht da? For this to become active, a new terminal. Deswegen machen wir jetzt mal ein neues Terminal auf. Und schließen das. So, Python. Ja, jetzt haben wir 3.5. So, jetzt wie geht's weiter? Jetzt haben wir Python. Man kann natürlich Postgres und MySQL installieren. Nehmen wir doch mal MySQL, weil das ist mehr verfügbar. Postgres ist zwar besser, aber MySQL ist mehr verfügbar. Das installiere ich jetzt einfach mal.
Passwort ist Tim. So, der installiert jetzt. Das kann auch ein bisschen dauern. So, jetzt kommt das Passwort für den Root-User. Da gebe ich einfach mal Tim ein. Nochmal Tim. Falls ich dann dieses Image hochlade, könnt ihr das gleich probieren. So, jetzt brauchen wir den DB-API-Driver hier von MySQL. Ich glaube, der beste Weg, das zu installieren, ist über Conda. Conda ist auch relativ neu für mich, deswegen muss ich gucken. Also mit Conda und dann minus minus help und dann pipen wir das durch less durch und dann kann man sehen, was man damit machen kann. Also was können wir hier machen? Zum Beispiel search for packages and display their information. The input is a Python regular expression. To perform a search with a search string that starts with a dash, separate the search from the options with dash dash like conda search. Okay. Das heißt, wir können einen regulären Ausdruck benutzen, um die Suche zu starten. Deswegen sagen wir doch einfach mal conda search und dann DBI-API-Driver. Da steht es da unten in der Statusbar MySQL DB-API-Drivers. MySQL DB-API. Suchen wir einfach mal danach. Dann holt er sich jetzt die. Vielleicht einfach nur MySQL DB. Da haben wir ein paar Möglichkeiten. Installieren wir doch einfach mal den MySQL Conda Install MySQL. Okay. Also ich habe nochmal geguckt hier, der Recommended Choice hier ist MySQL Client. Deswegen gucke ich mal PyMySQL. Den haben wir gar nicht. So, eine schnelle Google-Suche hat doch ergeben, dass es doch gibt natürlich. Deswegen mache ich das mal. So, jetzt geht's schon weiter. Was machen wir als nächstes? Also alles komplett. Okay. Die Datenbank haben wir. Deswegen, was müssen wir jetzt machen? Okay, kreieren wir mal die Datenbank. Das macht man hiermit. Und zwar gibt es hier einen MySQL Client, wo ich den Root-User benutzen muss. Nein, geht auch nicht. Also der läuft.
So, ich musste das wohl als Root ausführen. Deswegen hier ist das Kommando sudo mysql uroot ptimtim. Ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen größer. Ja, so müsste man es besser sehen. Dann kreieren wir doch mal die Datenbank. Ups. Okay, create database. Und dann den Datenbanknamen. Na, nennen wir es einfach mal. Wie können wir es denn mal nennen? So, hier ist die offizielle Dokumentation. Allerdings will ich einfach Conda benutzen. Deswegen mache ich das einfach hier mit. Ups. Bin noch in MySQL. Das machen wir gleich mit der Datenbank. Ich installiere jetzt erstmal Django. Das kann jetzt wieder einen kleinen Augenblick dauern. Hier sagen wir einfach ja. So, jetzt müsste Django installiert sein. Checken wir das auch einfach mal. Das kann man hier so machen. Das steht auch in der Dokumentation. Import Django. Und dann print Django get version. Ja, und ist tatsächlich installiert. Jetzt müssen wir doch tatsächlich noch eine Datenbank installieren, aber gehen wir erstmal zum Tutorial. So, let's learn by example. Das lese ich mir mal eben durch. So, jetzt können wir eigentlich schon unser Projekt kreieren. Also wir machen mal einen Projects-Folder, gehen da rein und dann geben wir einfach mal das Kommando hier ein, Django Admin. Mittelmausklick ist übrigens Paste. So, jetzt haben wir das kreiert. Wie geht's jetzt weiter? Muss ich auch wieder lesen. So, uns wird hier einfach gesagt, wir sollen in das Verzeichnis reingehen und dann Python manage py, also damit startet man ein Programm und dann run server ist ein Unterkommando des manage pys. Jetzt müsste er eigentlich, ja, er hat schon einen your app may not work properly until they are applied. Okay, hier haben wir jetzt schon einen Link und es sagt uns, es geht. Also das ist schon mal nicht schlecht. Was machen wir als nächstes? So, jetzt habt ihr gesehen, diese tolle Webseite, die sehr funktional ist. Jetzt wollen wir wirklich mal anfangen, eine Applikation zu schreiben. Also unter Django gibt es sogenannte Apps und die kann man eben so kreieren hier mit diesem Kommando. Mit Ctrl C quittiere ich das und dann müsst ihr sicherstellen, dass ihr in diesem MySite Directory seid, wo das Manage Py drin ist, damit er das so starten kann. So, jetzt hat er eine App kreiert. Unter Poles, also wenn ich jetzt hier mal Tree eingebe, müsste man schön sehen, ups, Tree ist nicht installiert, deswegen installiere ich das jetzt einfach mal. So. So kann man unter Ubuntu zum Beispiel sehen, auch ob was installiert ist oder nicht. So, machen wir es nochmal. Lassen wir es einfach so. So, hier haben wir jetzt die Dateien. Das sieht hier genauso aus wie dort. Ja, Poles, initpy. Wo ist initpy? Da ist initpy. Okay, sieht alles okay aus. Dann machen wir doch jetzt mal weiter. Aber
Django ist auch ein Model View Controller Framework. Und wir kreieren jetzt mal unseren ersten View. Und zwar mache ich das jetzt einfach mal in VI, weil das jetzt erstmal einfacher ist. Dafür, also für mich zumindest, dafür installiere ich jetzt einfach mal Vim. Allerdings ist es vielleicht besser für euch, eine andere Entwicklungsumgebung zu benutzen. Und zwar eine gute ist NetBeans natürlich, aber es gibt auch noch was anderes. Das nennt sich, wie nennt sich das nochmal? Moment. Ja, PyCharm natürlich, das ist von JetBrains, da gibt es eine Community Edition, soweit ich weiß, die gratis ist. Gehen wir da auch jetzt mal hin einfach und laden die runter. Download now. Okay. Das kann einen kleinen Moment dauern. Also das lädt jetzt runter. Machen wir doch erstmal einfach weiter mit VI. Deswegen hier kopiere ich einfach die Datei. Das geht mit VI ganz schön. Da ist schon was drin. Okay. Vielleicht ersetzen wir das einfach. Also kommentieren wir das mal aus und geben das da ein. So, habt ihr hier auch Syntax-Highlighting. Linux ist sehr Python-freundlich. Es geht alles schon so out of the box. Und dann. Dann editieren wir mal diese Datei. Da ist jetzt noch nichts drin. Das muss man jetzt nicht unbedingt genau verstehen, aber das kann man sich ja hier durchlesen auf Englisch dann halt. Also in dieser Datei URLs sind die sogenannten URL-Patterns. Das kann man ja hier auch schon sehen, was das heißt. Und hier hat man eine sogenannte Regular Expression als ersten Parameter von der Funktion URL, als zweiten dann den View und dann den Namen. Das wird später noch mehr erläutert, gehe ich mal davon aus. Deswegen speichere ich das jetzt einfach mal. So, und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt haben wir hier. Pausiere ich mal nochmal. So, jetzt muss ich noch mehr URL-Patterns eingeben. Deswegen editiere ich einfach mal diese Datei und nehme die beiden hier. So. Das kommentiere ich vielleicht mal aus. Ach ja, und dann brauche ich noch die Imports hier natürlich. Also, das lösche ich mal einfach. So, jetzt ist er auch gerade fertig mit der IDE. Die haben wir hier, PyCharm Professional. Ach, Professional. Das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Wo kriege ich denn die Community? Gibt es die nicht mehr? Okay, hier gibt es die Community Edition, das ist die Lightweight IDE. Die Professional braucht ihr eigentlich nicht, die ist nur größer und teurer.
Also nehmen wir jetzt mal die Community-Version. Okay, laden wir das runter. So, machen wir mal weiter hier. Das kommentiere ich auch mal aus, weil das da nicht ist. So. Was jetzt? Hier steht, the next step is to point the root URL conf at post URLs module. Ist das my site URLs? Nee. Polls URLs, okay. Habe ich doch was verkehrt gemacht. Man muss immer ganz genau gucken, was man denn macht. Deswegen lösche ich das jetzt mal. So, jetzt müssen wir noch die URLs editieren. Da haben wir auch noch nichts. Nehmen wir das doch einfach mal und gucken mal, wie es so geht. Also hier sieht man schon, hier ist ein regulärer Ausdruck. Das heißt Anfang der Zeile und dann das heißt, naja, Polls. Und genauso hier, das endet mit einem Slash, da ist kein Ende, das heißt, es wird also sozusagen immer geroutet auf das Polls App, auf das Modul oder auf die, auf den Plugin oder wie man das nennen mag. So, das ist das. Machen wir doch jetzt mal weiter hier. When to use include. The include function allows referencing other URL cons. Note that the regular expressions for include function doesn't have a dollar end of string match character. Okay. Okay. Das heißt, da ist kein Ende sozusagen. Es muss also gematcht werden und dann werden die Untermodule, also hier in diesem Fall das Polls-Modul, davon die URLs.py wird benutzt, um die URLs zu mappen. So, jetzt können wir das nochmal probieren hier. Probieren wir es doch nochmal. Vielleicht geht's ja. Das, okay. Das ist jetzt fertig runtergeladen, aber das probieren wir jetzt einfach nochmal hier so. Da passiert jetzt nichts. Achso, Polls, okay. Slash Polls. Page not found. Muss da vielleicht ein. Okay. Da funktioniert jetzt natürlich schon wieder mal nichts. Ach so, ah, okay. Die müssen in my site sein, okay. Natürlich. Probieren wir es nochmal. Ach so. Nochmal. Okay, da sind wir. Wir haben den ersten Pole. So, jetzt haben wir eigentlich schon eine Basisfunktion da. Datenbank und so brauchen wir vielleicht noch nicht. Das kommt dann später. So.
Lese ich das mal eben kurz durch. Also, um das mal zusammenzufassen, also hier werden die Argumente von URL erklärt. Man kann auch schön hier auf die Dokumentation klicken von URL. Da hat man Regex, View, KWARGs, Name und Prefix. Die haben alle Default-Parameter. Bei Python muss man die Parameter in der Reihenfolge angeben oder bei ihrem Namen. Das heißt, man könnte zum Beispiel schreiben URL regex gleich und dann die regular expression mit R davor, damit Python weiß, es ist eine regular expression. Und naja, was ist hier View? Hier kann man schön nachgucken. Oder? Kann man das? Na gut, das wird hier nicht so ganz genau erklärt, aber hier wird es genauer erklärt. Das erste Argument ist regex und das heißt auch regex. Das kann man entweder in der richtigen Reihenfolge hinschreiben oder mit den Namen des Arguments. Und wenn man hier jetzt mal guckt, unter URLs, hier steht die Regular Expression, also der reguläre Ausdruck. Darüber sollte man vielleicht mehr lernen, aber das geht jetzt zu weit. Hier fängt das an mit Pulse und endet mit einem Slash. Hinten ist kein Dollarzeichen wie bei normalen Regular Expressions, weil das dann weitergeleitet wird an das Untermodul, an Pulse. URLs. Ach ja, eine zweite Sache bei Python ist, wir sind ja hier im MySite Directory und jedes Modul wird sozusagen als Directory verzeichnet. Das heißt, alles, was MySite ist, wird gesagt MySite Punkt und dann URLs zum Beispiel, um die PY-Datei zu erreichen. Das heißt, wenn man jetzt einen Import macht, dann macht man zum Beispiel Import MySite und dann URL oder Import Polls und dann was weiß ich, Models zum Beispiel. Und diese Inits.py-Datei, die sagt das, die definiert das halt. Jetzt können wir doch mal gucken. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Init. Da ist nichts drin. Das wird einfach nur als Datei da hingepackt, damit man weiß, das ist ein Modul. Okay, da kann man dann, was weiß ich, Metainformationen über das Modul reinschreiben und so weiter. Aber das, da will ich jetzt nicht weiter erläutern. Also wir haben ja die Python Community Edition runtergeladen. Deswegen mache ich jetzt mal ein neues Fenster auf in der Konsole, in dem Terminal. Und das macht man mit Control, Shift und dann T. Ja, und dann kann man die hier schließen. Man kann auch mit Control D so ein Terminal schließen. Na, jedenfalls gehen wir jetzt erstmal in unser Grundverzeichnis. Packen die Datei aus. PyCharm und dann Community. So. So, jetzt haben wir sie entpackt. Und dann können wir auch mal unsere Downloads säubern. Das sollte man vielleicht eigentlich immer machen. So. Und dann geben wir das jetzt mal ein. Bin dann PyCharm.sh. So. Wir haben jetzt allerdings nur die OpenJDK.
Aber es müsste auch funktionieren. Es ist sogar Version 8. Okay. Also Java ist schon installiert. Das ist jetzt die neueste Version der PyCharm Community Edition. Die habe ich auch noch nicht benutzt. Deswegen bin ich mal gespannt, was es da so gibt. Man kann sogar Emacs benutzen. Aber ich benutze mal hier NetBeans. Und Dacula. Dacula. Das braucht man eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem mal. So. Tim Tim war das Passwort. So. Mit PyCharm hat man dann auch gleich alle möglichen Sachen, Erleichterungen. Ich glaube, es unterstützt sogar Django. Öffnen wir das doch einfach mal. Das macht man, nachdem man es kreiert hat, damit er erkennen kann, was das für ein Projekt ist. So. Dann haben wir doch hier die Dateien schon. Dann brauchen wir nicht mehr mit der Kommandozeile rumzueiern. Ich gehe noch mal eben zurück. So. So, hier haben wir unsere Dateien, können wir schön sehen. Es ist alles mit, es ist alles annotiert. Jetzt, was ich noch mache normalerweise, ist, ich installiere den VI-Plugin. Ich benutze normalerweise die andere IDE, NetBeans. Allerdings ist diese auch nicht schlecht. So, unter Plugins und dann Install JetBrains Plugin. Das kann man nämlich auch. Und dann suchen wir einfach mal nach Vim. Da haben wir ihn. Das installiert jetzt. So, jetzt habe ich ein bisschen abgelenkt. Das noch mal neu. Lassen wir die Prozesse mal erstmal zu Ende laufen. Dann erstellt er einen Index von dem Projekt. Das könnte uns auch eventuell helfen. So, jetzt habe ich erstmal genug rumgeeiert. Also es müsste jetzt eigentlich schon was da sein. Also dieses Grundgerüst haben wir sozusagen jetzt erstellt. Ihr habt eine IDE, ihr habt eine Webseite, die läuft. Nichts Besonderes bis jetzt, aber es müsste schon mal etwas funktionieren. Und wenn ihr dieses Image runtergeladen habt, dann müsstet ihr eigentlich bereit sein,
jetzt selber die Dokumentation zu lesen und anzuwenden. Also alles ganz genau im Detail zu erklären, kann ich auch nicht. Es gibt diese Dokumentation, glaube ich, auch auf Deutsch. Da müsste man sowieso automatisch hinkommen aus Deutschland. Probiere ich das doch mal spaßeshalber. Nein, also die gibt es noch nicht. Ja, deswegen müsst ihr das leider auf Englisch lesen. Das gibt es auf Deutsch nicht oder zumindest hier nicht, vielleicht woanders. Documentation. Gibt es auch in Languages? Language. Ja, Spanisch, Französisch. Und die anderen weiß ich nicht, was das ist. Jamaika vielleicht? Weiß ich nicht. ID. Naja, ihr müsst auf jeden Fall jetzt erstmal hier den Tutorial machen. Den zweiten Teil, Part 2. Das werde ich mir nochmal durchlesen und dann vielleicht später ein neues Video machen. Okay, soweit, so gut. Also ich hoffe, ich konnte euch erklären, wie ihr wenigstens anfangen könnt. Ihr habt eine MySQL-Datenbank, ihr habt, also die Datenbank selber haben wir noch nicht erstellt, aber das wird später gemacht. Hier mit Modellen und so weiter. Also ihr habt den Datenbank-Server installiert, ihr habt Python installiert mit Conda und die MySQL-Verbindung. Diese Modelle kann man auch mit SQLite erstellen. Allerdings wollte ich das optimieren, damit man das irgendwo hosten kann auf einem virtuellen Server und so weiter. Naja, okay, also. Das ist erstmal genug von mir. Auf Wiedersehen.